Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Payday 3. Wir sind heute bei der Turbid Station auf Schwer. That's the rail yard up ahead. Multiple entrances. Scope them out and choose carefully. Aber selbstverständlich. You have to pull this job without tipping off Quant's security. If the alarm triggers, a kill signal will fry any prototypes within range. Once you're inside the rail yard, you'll need to track down the two satellite prototypes. Na, guck mal, praktisch. Die Konsole ist ziemlich gut platziert, weil hier können die nicht gucken. Ah, belastend. Gott sei Dank. Kein Problem. Den knacken wir. Kurz aufschließen, für den Fall, dass wir da durchgehen müssen. Also prinzipiell haben wir eigentlich eine sehr gute Deckung hier überall. Die Frage ist halt nur, wie die Situation uns das zulässt, diese Deckung auch zu nutzen. Oder ob wir dann durch irgendeinen Zufall wieder gesehen werden. Oder durch einen Leck, weil die Lecks sind ja sehr Killer hier. Das hoffe ich jetzt aber einfach mal nicht. It's a guard. Oh, ein Double Guard. Ein seltenes Erlebnis, was wir hier feststellen können. Ein doppelter Guard. Watch the guard. Viele fürchten sich vor diesem Phänomen. It's a guard. Doch der erfahrene Spieler, ihm macht es nichts aus. Das Einzige, wofür er sich fürchtet, ist eine instabile Internetverbindung. Durch eine instabile Internetverbindung wird das gesamte Spielerlebnis und alles drumherum nicht nur verschlechtert, sondern wird eine Katastrophe. Eine Katastrophe beim Computerspielen ist gleichzusetzen mit dem Untergang der Welt. Sagt man sich zumindest so. Hey. Jo, er sieht mich fast instant, cool. So, eintreten bitte. Damn it. They must have installed another security door last minute. The lock is connected to a remote signal. We need to find the controls. Oh, er dreht sich einfach um. There's a network of maintenance tunnels under the rail yard. Our intel says they lead to some kind of control room. Let's see if we can unlock the security door from there. Mask up, game on. Oh no. Wichtig. Hey, let go. So, mein Freund. Die Tür ist ja gar nicht hier. Eine Schweinerei. Oh, das ist ja richtig belastend. Das ist jetzt ärgerlich, weil ich die Kamera kaputt gemacht habe. Oh, lol. Ich bin auf der ganz anderen Seite. Das ist ja richtig dumm. Ich wollte eigentlich hacken, aber... Ja, das ist doch jetzt scheiße. Das war jetzt echt ungünstig. Mist. Wie viele Leute sind denn hier bitte? Freundchen? Lol, hier sind die Keycards, die ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Hätte ich das letzte Mal gar nicht gemerkt, dass die da hängen. Let me go. Die Frage ist, wie sehr verzeiht uns das Spiel jetzt mit den Kameras? Weil ich glaube mich leider gar nicht. Sag ich doch. Ah, cool. Mal wieder der Klassiker. Einen kleinen Leck gehabt. Schön. Jeez, Guy, would you take a hint? Das ist schlecht. Why do you keep calling me all the time? I'm not interested, okay? Okay, right. I think that sounds good. You okay over there? Yeah, hi. Yep. I had a dream last night that you were being replaced by a litter of kittens, so I just had to call and see if you were still there. Hey, what are you doing? Makes sense.
Okay, ja, hat schon mal gepasst. Wenn jetzt hier noch ein dritter unten ist, dann habe ich natürlich ein Problem, aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Jetzt hoffe ich auch, dass jetzt nicht direkt hinter der Tür eine Kamera ist, deswegen schiebe ich mal ganz kurz eben die Leiche auf Seite. So in etwa. Meister, würden Sie bitte einmal aufstehen? Vielen Dank. Ja, ich hoffe ja auch, dass du cooperatest hier. Ansonsten muss ich dich leider umbringen, das wollen wir beide nicht. Also du vor allem nicht, mir ist es egal. Okay, da ist nichts. Eigentlich wollte ich den Bereich hier unten gar nicht clearen, aber ich sag mal so. Schlimm ist es jetzt nicht. Dann können wir wenigstens den ganzen Loot besser hin und her schleppen. So, jetzt bitte löst keine Durchsuchung aus, weil du irgendwie was siehst, was du nicht sehen sollst. Das wäre wirklich fantastisch. Watch the guard. Geil. Guard. Der steht richtig gut. Guard over there. Der steht richtig, richtig gut. Ja, wenn der PC von hier oben und von unten gesehen wird, wie kann ich denn das sonst machen? Weil hier sieht er das ja auf jeden guard. Fall. Von da das aber auch gesehen. Das war halt echt ein bisschen übel. Wo stellt er sich also hin, dass ich das benutzen kann? There's a guard. Ja, am besten direkt davor stellen. Das ist eine gute Idee. Optimal. Saubere Arbeit. Guard over there. Okay. Ja, der Kollege. Da draußen liegt eine Geisel. Gucken Sie mal bitte vorbei. Ich würde es zwar safe jetzt sehen, aber dann schießt man einfach ab. Ist mir egal. It's a guard. Nee, da sieht das nicht. Cool. You did it. The door blocking the prototype just unlocked. Go grab it. Cool. If you don't hurry up, the remote door 1:30. And you'll have to hit the controls again. Das ist wenig Zeit. Eine halbe Minute sogar tatsächlich weniger krass. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo ich langlaufen kann. Wir sprinten mal ganz kurz hinten hin. Falsche Seite. Okay, eine halbe Minute ist echt wenig. Ui. Dumme Frage, wieso eigentlich hört der Timer auf, wenn wir hier reingehen? Also ich meine, hat das irgendeinen Grund? Also ist das irgendwie hier so ein Sensor, jo, wer ist durchgelaufen, dann ist das halt einfach nicht mehr das Problem? Keine Ahnung. Coins for me. Nun gut. I'll take that. Tresor 1 ist ausgeräumt. Ja, danke dafür mal wieder. Easy money. Mein Gott. Man wird hier nur rumgeschubst. Coins for me. Es macht mich immer nervös, wenn ich nicht weiß, wo die Guards sind. Die Frage ist auch, wo wir die Taschen hinwerfen können. Am besten ja hier komplett runter einfach, ne? Dürften eigentlich nicht gesehen werden. Boah, wenn ich hier durch die Wand nehmen könnte, wäre auch edel. Ich mach da mal zu, weil da braucht mich keiner sehen. Ich versuch mal ganz kurz eben. Ob wir den durch die Wand nehmen können. Das wäre natürlich komplett reingecheatet. Aber das ist ja dann nicht mein Problem, wenn die einen Clipping-Fehler dran haben, ne? Muss man auch mal von der Seite betrachten. Das war schlecht. Okay, wir warten mal ganz kurz hier, bis der Dingens vorbei ist. Der Laser. Hä? Die Wand wird nicht rot. Ah, da wird's rot. Ich dachte gerade schon. Ah, kann ich jetzt eigentlich?
Nee, die haben auch drauf aufgepasst, dass man nicht klippen kann. Krass. Clipping gut gesetzt. Das gefällt mir. Alter, diese Handanimation ist irgendwie weird. Cool, dass sie jetzt sowas haben, aber... mein Gott. Okay. Ganz schön viel Zeug drin, so ein Tresor, wa? Hier müssten wir eigentlich safe sein, oder? Nur rollen darf der Zug jetzt bestenfalls nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen ungünstig. So Matsche wollte ich jetzt noch nicht werden. Wobei ich ein bisschen müde bin. Zählt das auch schon als Matsche sein? Hm. Oh, die war clean geworfen. Die ist, glaube ich, gar nicht auf der Kiste aufgeprallt, sondern ist einfach komplett durchgeflogen. So, Tresor ist leer. Restricted area, do not enter. Ja, ups. Da habe ich mich jetzt nicht so dran gehalten, tut mir leid. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Oh, was war denn hier? Solarpanel, cool. Das sind schon 7 Taschen. Ich hoffe, ich kann hier sprinten, ohne dass ich gehört werde. Das wäre sonst echt beschissen. Ich bin mir echt nicht sicher. Nachher hören die einen, dann gibt's wieder Alarm, aber hm. Ja, ohne Sprinten dauert das halt echt lange sonst, ne? Mal gucken. Zack. Zack. Ich kann auch natürlich auch so hingehen und einfach doppelt werfen. Weil Taschen aufheben geht ja relativ schnell. Ist bis heute so ein privates Streitthema für mich selbst einfach so. Was ist schneller, die Taschen einfach die ganze Zeit zu werfen oder mit denen durchsprinten? Also sicherer, wenn man schießt oder gerade im Kampf ist, ist definitiv Schritt für Schritt nach vorne werfen. Wenn man dann die Taschen nicht immer im Blick hat und nicht so weit auseinanderlaufen muss. Aber wer weiß. One bag and counting. Jo. Aber durchsprinten ist halt auch eine valide Sache. Gerade wenn du keine Ausdauer hast, ist das ja vollkommen in Ordnung. Okay, das mit dem Tempo ist tatsächlich sehr interessant, dass man das jetzt bekommt für die Taschen. That's three. That's three. Ich bringe die gerade übrigens nur deswegen weg, weil falls wir dann doch irgendwie Scheiße bauen und fliehen müssen, haben wir die Taschen zumindest schon mal gesichert. Weißt du? Das, was man sichern kann, sollte man am besten auch mal direkt wegbringen. Dann kann man es nicht mehr verkacken. Weil noch haben wir keinen Zeitdruck. 90.000. Zack. So, das waren die 7 schon mal davon. Ist hier noch irgendwie eine Kiste drin? Ja, Tatsache. Nice. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Vielen Dank. Easy Money, aber sehe ich mal genauso. Noch besser platziert hätte die gar nicht sein können. Also wenn es übrigens oben stimmt mit den 90.000, wäre das eine verdammt nice Sache zum Looten hier, diese ganze Käse.
Okay. Vielleicht ist da noch eine drin. Naja, Tatsache. Lol. That's mine. Ich glaube, jetzt haben wir alles hier unten, ne? Ja. Nochmal kurz wegbringen, dann können wir die anderen Container looten. Hey, sind 9 Taschen schon mal, ne? That's 9 bags. Uns fehlt halt noch die Festplatte und so. Und das ist halt auch ein bisschen doof jetzt irgendwie. Ah, wir haben die Keycard. Das ist schon mal gut. Ja, hier geht's jetzt zum Spawn hoch. Da können wir mal ganz kurz vorbeigucken gehen. Aber hier gibt's ja auch noch die 2 Waggons. Da können wir mal ganz kurz reinschauen. Ich meine, wir haben immer noch eine Keycard. Die können wir auch noch nutzen, weißt du? Eins braucht eine Keycard, eins braucht die Festplatte. Und eins war. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Hallo? Habe ich mich gar nicht irgendwie erschrocken oder so? Nee, nee. Wie kommt ihr denn darauf? Ach, du warst ja mit dem QR-Code. Oh, gut. Eine Drohne. Oh. Nice, da war mal wieder der maximale Leck drin. Ich liebe es. There's a guard. Okay, da gehen wir auf jeden Fall nicht hin. Dann gehen wir mal ganz kurz hier unter dem Zug durch. Guard. Okay, da geht er entlang. Das ist gut. Dann können wir mich jetzt hier das Ding nutzen. Hallo? Wie geht's dir so? Das sollte funktionieren, ohne dass wir gesehen werden, weil der gerade vorbeigelaufen ist. Außer natürlich da kommt jetzt noch einer, das wäre echt ärgerlich. Aber für den Notfall noch haben wir 2, die wir beantworten können. Immerhin. Hauptsache, so ist es ihnen egal, weißt du? Na guck mal, der ist auch schon direkt toll. Komisches Ding, ey. Ja, das ist jetzt hier die Festplatte. Ja, so einfach ist das aber leider nicht. Shade. There's a guard. Ist halt auch die Frage, wer uns den Digital Key gibt, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Guard over there. Wer genau hat den jetzt eigentlich von denen? Okay, hier können wir schon mal knacken, das ist gut. Oh, ist das Ding, oh, lol, die ist direkt vor uns, die Festplatte, ne? Oh, lol. Das ist natürlich hervorragend. Okay, ist schlecht. Jetzt nicht da stehen, er bleibt natürlich genau. Also. Naja. Also manchmal? Manchmal, da hast du einfach nur Pech. Hi. Watch the guard. Jetzt smoked er sich eine hier vor dem Waggon. Junge, ich geb dir gleich mal einen Gang auf deine Phrase drauf. Geh weg, Mann. Geh woanders in die Kippe rauchen, Mann. Hier wird wenigstens noch gearbeitet. There's a guard. So. Ich weiß gerade noch nicht mehr, in welchem Waggon das war, ehrlich gesagt. Oh.
Was war das Licht? Lol. Ich wurde verarscht. Cool. Das macht Spaß, verarscht zu werden. Ja, nee, das war ja der Waggon, den ich leer gemacht habe. Das macht da gar keinen Sinn. Watch the guard. Mann, wieso ist denn immer ein Guard in der Nähe? Können Sie nicht einfach gehen? Sehen Sie nicht, dass ich hier Probleme habe? Guard over there. Da ist er wieder. Geh doch bitte weg. Monsieur. Guard. Guard over there. Du stehst da auch nicht gerade unbedingt gut, möchte ich mal anmerken. There's a guard. Hauptsache, die Tür geht auf zu, juckt ihn nicht. Nicht umdrehen, bitte. Watch the guard. There's a guard. Oh, du bist so ein... Ich mag die Position hier nicht. Mir gefällt der Weg hier gerade so gar nicht irgendwie, weiß nicht. Ach ja, hier war die Festplatte. Na, umso besser. Keine Ahnung. Schon wieder vergessen gehabt. Fliegen hier manchmal. Wie gesagt, ich bin müde, ja? Also, sorry. Wir haben ja auch schon 16.53 Uhr. Nein, es war ein schwieriger Tag. Was soll ich sagen? Mach auf die Scheiße. Solarpaneele. Lecker. Und diese komischen Kackkugeln. Easy money. Loot. Loot. Easy money. Loot. So, dann gehen wir mal. Da habe ich wieder kurz geleckt. Fantastisch, das habe ich immer gerne. Guard. Immer wieder ein großer Motivationsschub, wenn man am Lecken ist. Mal kurz eine doofe Frage. Gibt es nicht eigentlich auch einen Eingang zur Kanalisation? Ja, ne? Ja, siehst du? Wusste ich doch. Alter! Mann, Spiel. Im Ernst, lass das bitte. Einfach so zurückteleportiert werden, ist halt einfach scheiße. Ich bin übrigens auch ehrlich, wenn wir entdeckt werden, weil wir halt irgendwie durch die Gegend geleckt sind oder so. Dann zähle ich es übrigens trotzdem als Auftrag beendet. Weil dann werde ich es nicht neu machen, weil aus solchen Gründen habe ich keine Lust, Jobs zu wiederholen. Da bin ich ganz ehrlich. Weil es jetzt nicht so, als würde ich mich jetzt hier irgendwie richtig scheiße anstellen. Ich bin zwar teilweise echt unnötig gelaufen und hier und da vielleicht ein bisschen verwirrt. Aber ganz ehrlich, prinzipiell läuft es schon echt super hier. Kann man echt nicht drüber meckern. Wir räumen die Murky Station gerade eigentlich ganz souverän aus. Okay. Oh, du gehst sogar da noch kurz rüber. Interessant. There's a guard. Der Waggon hier steht ganz schön gut. Diese Lampen, ne? Das ist auch so weird. An. Hup, 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 aus. Ja, das muss dir noch aufgefallen sein im Test, oder nicht? Guard over there. There's a guard. Interessant. Guard over there. Okay, er geht wieder komplett. Das ist sehr nett. Und damit ist der Waggon leer. Jetzt ist noch einer mit einer Keycard übrig und der andere mit dem Handy, genau. Einmal Handy, einmal Keycard, einmal Festplatte
und einmal das unten mit der Gesichtserkennung. Das sind die vier verschiedenen Waggons, ja, ja. Eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also so von der Überlegung her ist das eigentlich echt nice gemacht. Mir gefallen die Kameras ja auch echt gut. Aber prinzipiell ist es auf jeden Fall nicht einfach. Ist jetzt... Alter, dieses Spiel, ne? It's a card. Oh, Junge. Da muss ich hin in die Konsole. Card. Wir knacken den mal ganz kurz. There's a guard. Okay. Watch the guard. Das Gute ist, er sieht mich so nicht. Es ist fantastisch. Jetzt, wo er weggegangen ist, hoffe ich, ich kann das Ding hier wegmachen, ohne dass da irgendwo noch ein anderer Guard steht. It's a guard. Boah, wetten wir, genau jetzt kommt da einer um die Ecke. Gott sei Dank. Guard over there. Hallo? Shit, wrong train. Although, I'm seeing some other valuable items on the Quant shipping manifest. Might be worth looking around in here. Ja, aber irgendwie haben die immer dieselben Dinger. Jetzt nicht, dass ich mich beschweren würde, ne, aber... Es sind halt wieder wahrscheinlich 5 Gegenstände drin. That's mine. Aber wenigstens ist der von der Position her auch nicht in Ordnung. Oh lol, guck mal an. Der geht ja sogar von beiden Seiten auf, das ist ja cool. Das gefällt mir. I'll take that. I'll take that. Ooh, loot. Ooh, loot. There's a guard. Mhm. Zack. It's a guard. Guard over. Hat der das gerade eben auch schon die ganze Zeit gemacht? Weil ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass er das vorher auch gemacht hat. Ich bin auch hier ein paar Mal vorbeigelaufen. Jux. Ich meine, ich kann auch hier lang gehen, so ist es nicht, aber hier haben wir noch eine Öffnung da hinten. Wir können ja kurz eine Tasche nehmen, dann darum gehen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Watch the guard. So. Junge, Junge. Ja, geht. Okay. So, letzte Tasche noch kurz. Dann ist der nächste Waggon ausgeräumt. Dann fehlt mir noch der QR-Code und hinten... diese ganzen Taschen wegbringen hier nach hinten. Junge. Was Stress. Das war glaube ich das stressigste Event bis jetzt, du. Holy shit. Jetzt bin ich gerade nur überlegen, den QR-Code, wie komme ich da am besten dran? Ich glaube, ich gehe erstmal ganz kurz hier unten lang und hole mir die Taschen. Ja, der Typ könnte uns halt eventuell hören, deswegen fassen wir hier mal ganz kurz auf. Dass wir hier die Taschen langsam vorbeischleppen. Und da muss ich mir irgendwas überlegen wegen, dem QR-Code. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich den da wegkriege. Ohne die Guards anzudingsen.
Ich habe vielleicht noch mal ein bisschen Glück und kann das wieder durch die Wand machen wie beim letzten Mal. Aber ich bin mir, weiß ich nicht, ob das so eine safe Sache ist. Ich meine, ansonsten aber die restlichen Taschen ja gesaved. Das wäre jetzt auch nicht so extrem schlimm. Schöne wäre es natürlich, wenn wir es direkt perfekt hinkriegen, ne? Oh, da war eine doppelte Tasche. Okay. Umso besser, ist mehr Loot. So, einmal kurz in die Ecke werfen. Damit wir sprinten können, weil wer weiß, ob er uns dann durch die Tür da hören kann, einer der hier unten noch läuft. Weil den jetzt hier zu tracken wäre halt richtig dumm. Weil mit dem werden wir ja nicht mehr in Kontakt kommen. Dann lieber den Pager für oben benutzen, wo wir eventuell dann noch eine Situation retten können. Oder halt im Endeffekt auch nicht retten können, dann wäre es auch egal, aber wir müssen es jetzt ja nicht verschwenden. Hätte jetzt ja auch keiner, ne? So. Dann sprinten wir einfach ein bisschen hin und her mit den Taschen. Huch, die ist voll schräg gefallen. Aber ganz ehrlich, wenn die jedes Mal 60.000 geben und die 90.000, dann ist das auch ein Millionenjob, oder nicht? Aber wir haben auf jeden Fall zwei Waggons, also 10 Taschen so. Das sind ja schon mindestens, weil in jeder Kiste sind ja 120.000, weil da sind immer zwei davon drin, ne? Also 8 Stück davon. Aber sagen wir mal, wir haben 10 Gegenstände, jeweils 60.000 und dann nochmal 60 obendrauf, weil das ja die, Solarpanel ja ein bisschen mehr kosten. Und dann wären das 660.000 für zwei Waggons oder 330.000 für einen Waggon. Also im Umkehrschluss, wenn man das so berechnen würde, hier unten sind noch zwei Kisten. Das sind nochmal 180.000. Plus die Prototypen selber. Also das ist, glaube ich, ein Millionenjob, oder? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel es gibt im Menü. Aber es dürfte eigentlich echt ein guter Payout, ein gutes Payout hier geben. Oh, der ist mal sehr schräg gefallen. Auf jeden Fall hier unten alles wegzuschießen und zu clearen war auf jeden Fall sehr sinnvoll. Damit haben wir uns eine Menge Wege erspart. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden werde ich wahrscheinlich eh nicht alles looten, sondern die zwei Dinger dann nehmen, dann hauen wir ab oder so. Wobei, ich muss mal kurz überlegen, wo wir am besten hochgehen. Wir können natürlich auch versuchen, da hinten direkt rauszugehen, wo wir da die Taschen abgeben. Ob das so sinnvoll und so safe ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir probieren es mal aus. There's a guard. It's a card. Check the sieve. Ja, da ist der Typ auf jeden Fall. Absolut perfekt. That Quant's employee has a company issued phone. Let's see if he's yeah. So why don't we all just der kam mir wirklich im perfekten Moment in die Ecke, da konnte ich echt nichts für. So tense, man. It just gets on my nerves. Okay, ich bleib mal ganz kurz hier hinter der Wand bei ihm. Und hoffe, es reicht. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Ich warte ganz kurz auf die Drohne und dann gehen wir weiter. Wir müssen am besten hier rumgehen, der Weg ist sicherer als da hinten rum, weil da können die uns halt sehen, da müsste ich mich hinknien, sonst geht's nicht. Deswegen warten wir ganz kurz auf diese Drohne, bis sie hier vorbeigefahren ist und dann gucken wir mal, ob wir dann den irgendwie loswerden können. Am besten natürlich im Waggon oder so. So, das haben wir.
Den können wir ja hier drin ablegen. Guck mal, hier waren ja trotzdem, nee. Doch. Hier war das Ding drin, ne? Dann war sogar noch mehr drin. Das ist safe ein Millionenjob, oh mein Gott. Das ist richtig der gut bezahlte Job eigentlich. Watch the guard. Junge, könnt ihr bitte aufhören, mir immer so einen kleinen Jumpscare zu geben? Das ist ja übelst beschissen. Okay, der geht in die andere Richtung. Das ist gut. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal der richtige Waggon. Das ist gut. Ich will mal ganz kurz eine Ruhe hier dran haben. Danke. Aber definitiv besser ist es als diese komischen Kackgläser, die überall immer normalerweise sind. So, das ist jetzt ein Prototyp. Wir könnten auch hier rum rausgehen, wenn wir wollen, theoretisch. Weil da hinten ist auch direkt der Untergrund. Das wäre auf jeden Fall safer für uns. Und dann haben wir alles eigentlich geklaut, was wir klauen können. Außer ist natürlich noch irgendwo eine Kiste am Stehen, die ich jetzt gar nicht gesehen habe, aber dann ist er Pech. Das sieht gut aus. Aber 36 Minuten, ob sich das lohnt, ich weiß ja nicht. Die Jobs sind alle so extrem lang, aber auch irgendwie im Payday 3, ne? Es gab bis jetzt keinen einzigen Job, der so wirklich schnell geht, wenn du ihn so voll Loot spielst. Okay, es gibt keinen zusätzlichen Loot. Ja, sagt die Shade jetzt noch, dass wir alles haben? Nee. Na gut, dann gehen wir einfach. Weil ich glaube, wir haben halt alles. War doch gut. Bloody, you troops haven't lost your edge. Okay, I've got the buyer all lined up for these prototypes. Feels good to be back. Knapp 1 Million auf jeden Fall. Okay. Ich meine, nett, danke auf jeden Fall. 20 Stealth. Also es gibt einen Bonus für Stealth sogar und für einen für All Bags. Okay, das finde ich gut. Dann lohnt sich dann tatsächlich sogar die Heists alle abzuschließen. Das ist nice. Weil es sind jetzt alleine 60, 70, 75 Punkte gewesen. Das ist ehrlich gesagt ziemlich guter Wert. Nett. Ja, dann lohnt sich das wenigstens auch mal wirklich die Jobs dann so abzuschließen, wie sie gedacht sind. Dann habe ich da auch nichts mehr gegen. Also dass sie das eingeführt haben, nach sehr großem Verlangen der Community, ist auch eine gute Sache. Ansonsten geht die noch weiter? Okay, hö? Wieso geht denn die CAR noch weiter? Hatte ich die nicht fertig? Ich hätte die doch fertig gemacht, oder nicht? Hä? Warte, ich guck mal ganz kurz nach. 29, Boy. Ich hätte safe gedacht, ich hab die fertig. Ja, gar nicht. Lol, wieso habe ich die denn nicht benutzt? Das ist ja komisch. Hä? Was hat denn das für einen Grund gehabt? Keine Ahnung, du, ey. Das ist ja ganz komisch. Ja, wir kaufen das, aber nutzen das nicht. Wobei, sieht am ordentlichsten aus, ne? Aber wir nutzen das fürs Aussehen. So. Ja, dann. Kaufen wir uns mal die SG Compact 7. Bringt uns jetzt zwar nicht wirklich viel, weil wir haben die ja schon als verbesserte Variante. In der Lykan, oder einfach generell die vorgefertigte. War ich jetzt aber eher so halb begeistert von irgendwie. Aber dann haben wir es halt wenigstens, ist ja auch nicht schlecht. Und einen neuen Skillpunkt. Nice. Und den setzen wir hier direkt da unten rein. Doesn't incur any movement speed penalties to you. Ja, weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Lieber die anderen Skills. Ja, Aperture interessiert mich jetzt auch eher weniger. Aber mal gucken. Mal schauen, was ich hier nehme. Vielleicht das hier. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.